Hallo zusammen. Vor der Wahl habe ich nochmal alle drogenpolitischen Sprecher der hanffreundlichen Parteien im Bundestag beisammen. Bei der SPD im Programm ist das so ein bisschen halbe halbe, was die Legalisierung angeht, aber mit Dirk Heidenblut haben wir da auch persönlich einen echten Legalizer am Tisch. Und wir haben schon mehrfach in dieser Zusammensetzung live auf Kongressen zusammengesessen, aber wegen Corona machen wir es kurz vor der Bundestagswahl jetzt nochmal online. Und wir werden nie wieder so zusammenkommen, denn nicht alle meine Gesprächspartner werden nach der Wahl noch im Bundestag sein. Ich freue mich, begrüßen zu können Kirsten Kappert-Gonter für die Grünen, Dirk Heidenblut für die SPD, Wieland Schinnenburg für die FDP und Nima Movasat für die Linken. Kleiner Hinweis, wir werden auch noch Einzelinterviews machen mit allen Gesprächspartnern hier, wo wir genauer auf die Parteien und die Personen eingehen werden. Also abonniert diesen Kanal, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Ich habe grob drei Themenbereiche und gehe gleich rein in die Diskussion. Wir wollen es nicht so ewig lang machen und fangen an mit bisschen Spekulation tatsächlich. Ja, das, was die Leute natürlich brennend interessiert da draußen. Wie sieht es aus mit Legalisierung? Wird die kommen jetzt nach der Wahl, nach 16 Jahren Merkel-Ära, die jetzt zu Ende geht und wahrscheinlich auch einem Regierungswechsel? Womit rechnen Sie? Was passiert? Können wir mit der Legalisierung rechnen? Wird die kommen oder ist sogar ein totaler Stillstand nach wie vor möglich, dass immer noch nichts weitergeht? Einmal wild spekulieren. Ich bin gespannt auf die Meinungen. Wir fangen an mit Dirk Heidenblut von der SPD. Ja, super. Bei der Frage hat man ja gerne den Aufschlag. Also wild spekulieren. Ich gehe fest davon aus, dass wir in irgendeiner dieser hier gezeigten Zusammensetzungen die neue Regierung bilden werden. Und insofern gehe ich fest davon aus, dass wir eine Lösung für die Frage Legalisierung finden werden und keinen vollständigen Stillstand mehr haben werden. Ganz vollständig, zumindest wenn man mal das medizinische Cannabis einbezieht, war er ja auch nicht in den letzten Legislaturperioden, aber bezogen auf die Legalisierung von Cannabis, bezogen auf die Grundfrage, die aus meiner Sicht die zentrale Frage ist, war es allerdings ein Stillstand und da war auch betoniert nichts zu machen. Ich will gar nicht drum rumreden, dass auch die SPD länger als zumindest einige der anderen hier gebraucht hat. Das hat mich auch das ein oder andere graue Haar gekostet. Inzwischen sind es ein paar mehr geworden, bis man auf dem Weg ist. Ich würde schon sagen, wir sind jetzt auf einem sehr klaren Weg Richtung Legalisierung, auch wenn wir eine andere sozusagen Vorgehensweise, zumindest in Teilen, als andere sich das hier vorstellen haben. Aber der Weg ist klar Richtung Legalisierung. Insofern, ich spekuliere darauf und ich halte das auch übrigens für zwingend nötig und für unabdingbar, dass wir in der kommenden Legislaturperiode, egal wie sich die Regierung zusammensetzt und egal wie die Koalitionen zusammenkommen, dass wir tatsächlich es schaffen und den Weg Richtung Legalisierung nicht nur beschreiten, sondern idealerweise, weil sowas, wenn das legislaturperiodenübergreifend läuft, das ist dann auch wieder schnell ein Problem, idealerweise auch direkt zu einem positiven Ende führen. Also Spekulation, ja, ich glaube und bin zuversichtlich, da gibt es Möglichkeiten und ich denke auch, das ist in der sich dann bildenden Konstellation zu schaffen. Ja, das macht ja schon mal Hoffnung. Wir haben auch was gemeinsam. Ich bin auch grau geworden über diese Legislaturperiode. Weiter geht's mit Herrn Schinnenburg. Ja, hier geht es ja um eine Prognose und ich bin in Prognosen super gut, nur dann nicht, wenn sie die Zukunft betreffen. Insofern muss man ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Also erstmal nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, Legalisierung ist nicht unser Ziel, sondern kontrollierte Abgabe. Also ich formuliere Fragen mal umgerichtet und kontrollierte Abgabe. Und da bin ich in der Tat sehr optimistisch. Ich glaube, dass eben der Druck aus der Öffentlichkeit oder aus der Bevölkerung auf der einen Seite, dann die zahlreichen Beispiele aus anderen Ländern mittlerweile, da auch nicht Druck machen und dass auch im Grunde genommen eigentlich ja kaum noch zu erkennen ist, warum man da so, ja, sagen wir dogmatisch, nenne ich es jetzt einmal, gegen irgendeine kontrollierte Abgabe zu Genusszwecken ist, da gehen, finde ich, die Argumente einigermaßen aus. Die es, wenn es überhaupt jemals gab, sind sie also sehr viel schwächer geworden. Und ich glaube auch, dass die Kollegen von der Union, die ich ja immer sehr schätze, auch in diesem Punkt nochmal darüber nachdenken, ob es wirklich ein harter Punkt ist. Koalition bedeutet ja immer, jeder muss mit irgendwas nachgeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowohl die Grünen als auch wir für den Fall einer Koalition in diesem Punkt recht hart sind.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die CDU das auch im Gesundheitsbereich jetzt eben ihr andere Punkte wichtiger sind. Also wir sind bei der Prognose, bei der Glaskugel, aber für mich leuchtet die Glaskugel schon ein bisschen hanffarben, muss ich sagen. Insofern bin ich da durchaus optimistisch. Und zwar auch nicht nur Modellprojekte. Sie wissen ja, wir hatten Anfang der Wahlperiode einen Modellprojektantrag gestellt, der am Ende dann nach langer Beratung abgelehnt wurde. Das hatten wir aber nie gemacht, weil es unsere Meinung war, sondern weil wir den Konservativen eine goldene Brücke bauen wollten und die ist nicht beschritten worden. Darum haben wir Anfang dieses Jahres eben das beantragt, was wir eigentlich wollen, nämlich nicht nur ein Modellprojekt, sondern tatsächlich die Grundlage der Abgabe ist auch abgelehnt worden. Aber ich glaube einfach, dass da, ich glaube, es gäbe jetzt sogar schon eine knappe Mehrheit im Deutschen Bundestag, wenn man frei abstimmen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, nach dem nächsten Mal wird die Mehrheit noch ein kleines bisschen größer. Also ich sehe da ganz gute Chancen, obwohl wir alle natürlich nicht genau wissen, was passiert. Vielen Dank. Dann spreche ich mal gleich weiter. Nima Mofassat für die Linken. Ja, danke schön. Also ich glaube, dass Deutschland nicht mehr ewig letzter sein kann in der Drogenpolitik. Ich meine, wir erleben weltweit, wie Länder ihre strikte Drogenpolitik lockern, legalisieren, entkriminalisieren, eine Toleranzpolitik ausüben. Und da kann Deutschland nicht zurückstehen. Also ich glaube sozusagen, das ist das, was mich optimistisch stimmt. Dass wir also in nächster Zeit, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode, zu einer Legalisierung in Form einer kontrollierten Abgabe kommen werden. Das wäre zu hoffen. Ich muss zugleich sagen, wir sind ja nun als Linke die einzige Partei, die nicht mit der Union koalieren wird. Also das ist ja nun bei uns völlig klar. Und die Union ist ja die Bremserin sozusagen, wenn es um die Frage geht der Legalisierung. Auch wenn es hier und da mal vorsichtige Zeichen wie bei Erwin Rüdel gibt, ist es insgesamt auch so, dass die Union insgesamt ein harter Block ist. Und wer sich anschaut, wer von der Union in der nächsten Legislatur im Bundestag sitzen wird, dann wird die Unionsfraktion nicht liberaler oder reformfreudiger, sondern sie wird konservativer und rechter. Und insofern bedeutet eine Koalition, das gebe ich jetzt einfach nur den Kolleginnen und Kollegen mit der Union, werden jedenfalls, gehe ich fest davon aus, sehr, sehr, sehr harte Verhandlungen beim Thema Cannabis, weil das natürlich für die Union ein Stück weit auch ein Thema ist, mit dem sie ja ihre konservative Klientel versucht zu binden und deshalb eine ideologiebetriebene Drogenpolitik betreibt. Also, Koalition ohne Union, dann haben wir auf jeden Fall die kontrollierte Abgabe, da bin ich absolut sicher. Mit der Union wird es ein harter Kampf. Nicht ganz so optimistisch. Vielen Dank. Und Kirsten Kappert-Gonter für die Grünen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass es dieses Format jetzt gibt. Danke für die Einladung. Und vorweg, die drei Kollegen haben es ja auch schon gesagt, es ist absolut überfällig, dass wir diese Prohibition beenden. Und jede Person, die mit offenen Augen und offenem Geist sich dieses Thema anguckt, weiß, die Prohibition schadet. Sie kostet ganze Biografien, sie kostet zum Teil ja sogar wirklich richtig relevant die Gesundheit wegen der synthetischen Cannabinoide. Also jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, es ist überfällig. Und jetzt muss man gucken, wie kriegt man das in der nächsten Legislatur auch wirklich hin, dass wir zur kontrollierten Abgabe kommen. Und da ist es so, wie Herr Schindenburg hat gesagt, die Glaskugel leuchtet hanffarben, das wäre ja grün. Und mit einer grün geführten Regierung, da sehe ich nur Positives. Also dann wäre es ja völlig klar, dass wir das Cannabiskontrollgesetz umsetzen würden, was aus meiner Sicht nach wie vor eine sehr, sehr gute Grundlage ist, um endlich zur kontrollierten Freigabe zu kommen. In der Koalition, in einer potenziellen Koalition, wie wir sie jetzt hier haben, gibt es sicherlich sehr gute Möglichkeiten, wiewohl Dirk, also dass wir da persönlich sehr, sehr eng beieinander sind, das wissen ja alle hier im Raum wahrscheinlich und uns gegenseitig sehr schätzen, also ich dich zumindest sehr schätze, aber im Wahlprogramm habt ihr ja das sehr zurückhaltend formuliert, ne? Da habt ihr jetzt überwiegend Modellprojekte, da bekennt ihr euch zu und alles Weitere bleibt sehr im Wagen, von daher wäre das auch nochmal tatsächlich so ein Fragezeichen. Aber eine progressive Regierung links der Mitte wäre da ganz sicherlich
sehr hilfreich, nicht nur in dieser Frage im Übrigen. Ganz klar ist, dass wir sehr viel Druck weiter von der Straße brauchen, also dass dieses Thema ein relevantes Thema ist, ja, dass das überhaupt kein Randthema oder ein Nischenthema ist, wie mir das nach wie vor in Interviews ja immer wieder begegnet. Wieso befassen Sie sich mit so einem Randthema, werde ich ja gefragt. Und dann erläutere ich, dass Cannabis, Freigabe, Legalisierung, kontrollierte Abgabe und auch eine progressive Drogenpolitik insgesamt ja ein allumfassendes Thema ist, was ja nicht nur Gesundheits-Jugendpolitik, sondern auch Außenpolitik, innere Sicherheitsrechtspolitik, auch Kulturpolitik im Übrigen und Antirassismus bedeutet. Und das brauchen wir natürlich auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, dass das nochmal sehr deutlich wird, dass wir es hier mit einem relevanten Thema zu tun haben, was weite Teile der Bevölkerung betrifft, und zwar weit mehr sogar als die, die die Freiheit haben wollen, selbstbestimmt zu konsumieren. Ja, vielen Dank. Das war schon eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Block. Bisschen kleiner Angriff, ja. Aber noch kurzes, paar Sachen würde ich noch aufgreifen. Und zwar Erwin Rüddel ist hier genannt worden, CDU-Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Den habe ich kurzfristig für heute auch noch eingeladen. Bisher keine Antwort bekommen, aber tatsächlich kurzfristig. Ich habe erst geschaut, dass ich eben die üblichen verdächtigen Legalizer hier an den Tisch kriege. Das war dann noch wichtiger. Zumal ja die CDU jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist in so einer Runde, dass sie zusagen. Aber ein Einzelinterview habe ich ihm auch angeboten, mal sehen, ob er es annimmt. Das wäre sicherlich nochmal interessant. Herr Schindburg, Sie haben gesagt, die Argumente, den Gegnern gehen die Argumente aus. Das fand ich ganz interessant, weil im Grunde gab es vor 20 Jahren auch keine vernünftigen Argumente. Ja, das alleine scheint nicht so ganz zielführend zu sein, sondern irgendwie muss da noch ein anderer Knackpunkt sein, den wir brauchen. FDP hat ja auch relativ lange gebraucht, ne, seit die Argumente eigentlich klar waren, dann zu dem Punkt zu kommen. Wir waren bis jetzt immer sehr friedlich unterwegs in den Runden, die wir hier hatten. Ne? Also ich habe das immer sehr angenehm empfunden, konstruktiv und so weiter. Wir haben nie eine Kloppereisendung gebracht, wie man die im Fernsehen manchmal sieht. Aber so kurz vor der Wahl ist jetzt doch vielleicht an der Zeit, mal auch die Unterschiede auseinander zu dröseln. Kirsten Kappert-Gonter hat schon Richtung SPD ein bisschen gesagt, naja, bisschen schwimmelig das Programm hier. Deswegen möchte ich jetzt allen mal die Gelegenheit geben zu sagen, was am eigenen drogenpolitischen Konzept am besten ist und besser als an den anderen, was an den anderen Konzepten vielleicht nicht so gut ist. Da sage ich jetzt mal ringfrei, und ich bin sicher, dass das hier immer noch kein Hauen und Stechen wird und freundlich bleibt. Aber die Zuschauer draußen wollen doch nochmal rausgearbeitet sehen, wo die Unterschiede so sind. Und wir gehen jetzt mal umgekehrt vor und fangen mit Kirsten Kappert-Gonter an. Ja, also vorweg nochmal, wir werden alle die hier am Tisch sitzen, in Person, aber auch in ihrer Parteifunktion dringend brauchen. Ja, also von daher ist das ja nicht etwas gewesen, was wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben, weil wir nicht diskursiv und kontrovers diskutieren können, sondern weil wir immer wussten, wenn wir uns nicht miteinander unterhaken mit den Vernünftigen in dieser Frage, dann werden wir keinen Schritt weiterkommen. Das mal vorweggestellt. Aber ich habe es ja schon gesagt, die Ära der Modellprojektvorschläge sollte meiner Meinung nach vorbei sein. Wenn wir nach Kanada gucken, wenn wir sonst auch gucken, was in den USA passiert, nur genannt als Beispiel Kalifornien, wir haben die Evidenz. Wir brauchen keine Modellprojekte mehr. Wir wissen, dass die kontrollierte Freigabe sinnvoll ist für den Jugendschutz, für den Gesundheitsschutz und im Übrigen ja auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und das ist ja das, was wir vom Bündnis 90 Die Grünen vorschlagen. Aus meiner Sicht ist unser Cannabiskontrollgesetz immer noch der absolute Goldstandard. Ich wäre sehr froh, wenn wir das einfach umsetzen könnten, weil es ja vom Anbau über den Vertrieb bis zur Freigabe dann in lizenzierten Fachgeschäften einfach den selbstbestimmten Konsum von Erwachsenen ermöglicht und ja auch den Anbau, den Eigenanbau integriert hat, was ich im Übrigen für sehr, sehr wichtig halte und eine vernünftige Abgabemenge vorsieht, nämlich von 30 Gramm pro Abgabe. Da ist es ja auch etwas, wo die FDP weit hinter zurückgegangen ist in ihrem Antrag. Jetzt in der vorletzten Sitzungswoche, glaube ich, hatten wir den auf dem Tisch. Und aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn wir uns gemeinsam unterhaken würden und sagen würden,
Cannabiskontrollgesetz, das ist das, was wir machen. Nima Mofassad für die Linken. Ja, also erstmal ist es ja gut, dass 4 von 6 Fraktionen im Bundestag positive Veränderungen beim Thema Cannabis wollen. Also das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig. Wenn daraus, sage ich mal, also was ich bedauere ein Stück weit, ist, dass wir vielleicht nicht zu einer gemeinsamen Initiative gekommen sind, zum Beispiel als Gruppenantrag. Ja, also als Fraktion geht es ja wegen dem Koalitionsvertrag nicht, aber die Frage, ob man Menschen strafrechtlich verfolgt, ja, ob man sie also ins Gefängnis sperrt, ist ja eine Gewissensfrage, ganz klassisch. Und da hätte man vielleicht auch über einen Gruppenantrag sagen können, okay, wir kommen zumindest zu einer Entkriminalisierung oder schaffen eine bundeseinheitliche geringe Menge, um den anderen Begriff zu nennen, der vielleicht ein bisschen besser klingt. Das ist ein bisschen schade, also dass daraus praktisch nichts gefolgert wurde. Ja, so ein bisschen zu der Frage der Unterschiede. Also gut, der eine Unterschied zur SPD ist ja völlig klar. Die SPD hat im Wahlprogramm die Legalisierung nicht drin. Dirk Reinblut persönlich ist für die Legalisierung, wird er sicherlich gleich auch nochmal betonen. Aber die SPD hat es nicht im Wahlprogramm drin. Sie hat die Entkriminalisierung drin und sie hat die Cannabis-Modellprojekte drin. Beides gut, würden wir als Linke auch zustimmen. Aber in der Tat, wie Kirsten Kappert-Gonta gerade schon sagte, es ist Zeit für die Legalisierung. Wir brauchen tatsächlich eigentlich keine Modellprojekte mehr. Wir haben genug Modellprojekte auf der Welt. Wir können da gerne auch nochmal eine Reise hinmachen oder dergleichen und uns das angucken. Aber im Kern liegen die Tatsachen auf dem Tisch. Das sozusagen ist so ein bisschen meine Skepsis dahingehend. Ja, bei Richtung FDP, wenn ich da so ein bisschen in die Abgrenzung gehe, dann die FDP hat ja danach nochmal einen eigenen Änderungsantrag gemacht. Zu ihrem eigenen Antrag im ersten Entwurf waren sehr hohe Steuern drin, die zu einer sehr hohen Besteuerung von Cannabis geführt hätten, was den Schwarzmarkt leider nicht ausgetrocknet hätte. Aber immerhin, die FDP habt es ja eingesehen und das selber einen Änderungsantrag dazu vorgelegt. Und zweitens, die anderen Punkte hat Kirsten Kappert-Gonta schon gesagt, aber der Verkauf über Apotheken, den finde ich auch sehr problematisch. Also das war ja lizenzierte Fachgeschäfte und Apotheken steht im Antrag, weil ich glaube, Apotheken sind nicht der Ort, wo Konsumcannabis gekauft werden sollte. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe mit meiner 4-jährigen Tochter in die Apotheke, um ihr Hustenbonbons zu kaufen und daneben kauft sich jemand sein Gras. Das ist jetzt auch im Sinne des Jugendschutzes nicht ganz so sinnvoll. Ja, und dann gibt es natürlich so eine Frage, die, glaube ich, uns schon als Linke auch nochmal unterscheidet von allen drei anderen hier. Wir wollen ja vor allem oder vornehmlich nicht kommerzielle Bezugsmöglichkeiten. Das heißt, wir sagen auch, es wird wahrscheinlich Cannabis-Fachgeschäfte brauchen, aber wir wollen vor allem auch Cannabis-Social-Clubs ermöglichen, weil das natürlich schon eine Möglichkeit ist, wo nicht profitorientiert Cannabis angebaut und konsumiert wird, was ja nun auch immer da, wo es darum geht, Leute wollen Gewinne und Profite machen, ist auch immer eine gewisse Gefahr da, dass Leute sagen, ich achte jetzt nicht so sehr auf den Gesundheitsschutz der Person und hau das Zeug raus. Und deshalb glaube ich schon, dass um bestimmte Auswüchse zu verhindern, eine Präferierung von Cannabis-Social-Clubs wichtig wäre im Rahmen der Legalisierung. Auch wenn ich sage, natürlich werden wir Cannabis-Fachgeschäfte zum Beispiel für Gelegenheitskonsumentinnen und Konsumenten brauchen, die sagen, also ich rauche 3-mal im Jahr einen Joint, ich brauche keine Mitgliedschaft in einem Club. Genau, aber das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da gibt es nochmal einen Unterschied. Na dann, Herr Schindenburg. Ja, ich fange mal gleich. Es ist ja schön, dass wir auch mal nicht nur definieren, warum wir anderer Meinung sind als Herr Pilsinger, sondern dass wir auch unterschiedlicher Meinung in Details hier sind. Ich fange mal in den Fachgeschäften, weil das mal wieder in den Apotheken immer wieder missverstanden wird. Also ich habe nichts dagegen, Fachgeschäfte, Spezialfachgeschäfte, bei uns heißt es lizenzierte Geschäfte, sowas Ähnliches ja alles. Da sind wir einigermaßen einer Meinung. Ich bin aber in der Tat der Meinung, dass man auch Apotheken das erlauben sollte. Wir wissen alle, dass viele Apotheker das gar nicht machen werden. Das haben wir bei unserer Anhörung ja mitbekommen, dass der eine oder andere Apotheker es gar nicht tun wird, aber dass man sie erlauben würde. Denn ich befürchte, dass auf dem Lande gibt es keine ausreichende Dichte an solchen Fachgeschäften. Also in Hamburg, Berlin, Frankfurt, wo auch immer, werden wir mit Sicherheit genügend Fachgeschäfte haben. Da könnte man die Versorgung darüber sicherstellen. Aber auf dem Lande befürchte ich, da einfach die Nachfrage dort geringer ist, sollte man es auch ermöglichen, den Apotheken das zu erlauben. Das ist also der Grund, warum die Apotheken immer dabei haben und nicht nur die Fachgeschäfte oder die spezialisierten Geschäfte. Ein zweiter Punkt, das ist natürlich klar, dass wir uns da mit den Linken nicht überein sind. Also kommerziell klingt für einen Linken, glaube ich, immer schon ein bisschen kritisch, für uns überhaupt nicht.
kommerziell ist das ganz normal. Warum soll man nicht auch mit Cannabis Geld verdienen können? Denn nur dann wird es auf die Dauer auch angeboten. Und darum sind wir da auch, das ist ein anderer Punkt, der hatte Kollege Mowers hat er nicht genannt. Wir sind als FDP auch deutlich dafür, dass der Cannabis-Anbau in Deutschland nicht nur ein bisschen erhöht wird, um auf diese 30 Tonnen zu kommen, die Deutschland selber verbraucht, jetzt im Medizinbereich, sondern wesentlich höher und dann auch Cannabis zu exportieren. Also das ist der Begriff Cannabis made in Germany. Wir würden also gerne auch Cannabis exportieren. Mir ist schon klar, dass Herr Mowers hat vielleicht auch Frau Kappert-Gonters nicht ganz so toll finden, aber es ist typisch FDP, dass wir sagen, nein, da kann man auch mit Geld verdienen, gerade wenn wir bemerken, Deutschland ist ein Exportland und wir werden wahrscheinlich, was wir alle nicht genau wissen, aber vermutlich weniger zum Beispiel Autos exportieren können. Und wenn wir als Exportnation weiter bestehen wollen, warum sollen wir dann nicht auch Cannabis exportieren in guter Qualität, in gesicherter Qualität? Zwar der Punkt nochmal, die SPD nur Modellprojekte in der Tat. Wir hatten diesen Antrag gestellt vor gut 3 Jahren, aber es war in der Tat nur gedacht als goldene Brücke. Großen Erkenntnisbedarf haben wir da, glaube ich, nicht mehr. Insofern könnten wir auch gleich eben nicht mehr Modellprojekte machen, sondern tatsächlich in die eigentliche Abgabe einsteigen. Mir ist schon klar, ich war ja 9 Jahre Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, habe die Hamburger SPD erlebt und darum weiß ich, welche Leute dem Kollegen Heimblut zum Teil so im Nacken sitzen. Bei der Hamburger SPD wäre es auch so nicht schwierig, glaube ich, mehr als Modellprojekte zu machen, aber da sind wir ein bisschen optimistisch. Was haben wir noch? Die Sache mit dem Eigenbesitz, 30 Gramm, bei uns sind es nur 15 Gramm. Oder die einfach die als ersten Schritt, wie ich glaube, Herr Mowers hat, ich glaube auch Kirsten Kappert sagt das auch, als ersten Schritt erstmal nur eine Entkriminalisierung. Da sind wir skeptisch. Wir wollen in der Tat nicht, dass Cannabiskonsumenten oder auch nur Cannabisbesitzer strafrechtlich verfolgt werden. Aber jetzt alles so zu lassen und nur die Strafverfolgung abzuschaffen oder ab einer bisschen größeren Höhe des Besitzes erst abzuschaffen. Davon halten wir nichts, denn dann würden wir eigentlich nur dem Schwarzmarkt helfen. Wir würden sagen, aha, du kaufst hier in Hamburg am Steindamm oder wo auch immer dein wenig qualitätskontrolliertes Cannabis das nehmen wir einfach so hin. Also das ist der Grund, warum wir da sehr skeptisch und auch beim linken Antrag nicht zugestimmt haben bei den einheitlichen Drogenmengen. Dass die einheitlich sein sollten, ist schon völlig richtig. Das sehen wir auch so. Das ist absurd. Beispiel der Klinikerbrücke kommen wir alle mit an. Nicht? Auf der Berliner Seite der Klinikerbrücke darf man 30 Gramm. Jetzt bin ich überfragt, wie ist auf der Brandenburger Seite 6 oder 8 Gramm. Ich habe die so ein bisschen nicht im Kopf, aber wir haben viel weniger. Nicht? Also bis zur Mitte der Brücke, wo früher die Agenten ausgetauscht wurden, kommen wir mit 30 Gramm. Dann muss ich 20 dann über die Brücke werfen oder so. Da bin ich nicht gleich in Brandenburg festgenommen. Das ist absurd. Das kann natürlich nicht so sein. Aber die Summe 30 Gramm schien uns allzu hoch. Und das kam auch bei der Anhörung ja so heraus. Die Fachleute sprachen einmal so von 10 Gramm oder 11 Gramm, 12 Gramm wäre ganz okay, aber nicht beliebig viel mehr. Mehrere Fachleute sagten das so. Und der Meinung sind wir auch. So, und haben wir mal ein bisschen Unterschiede rausgearbeitet. Ja, sehr schön. Ich glaube, Sie haben tatsächlich die Kollegen ein bisschen getriggert zum Teil. Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein paar Antworten zulassen können, ein bisschen Diskussion haben hier. Aber vorher hören wir uns noch an, was Dirk Heidenblut von der SPD zu sagen hat. Das ist nett. Und zunächst gebe ich mal die freundliche Wertschätzung, liebe Kirst, natürlich gerne zurück. Also das, glaube ich, ist wirklich gegenseitig. Ich finde allerdings, dass man sozusagen kleinen Programmausschnitt. Also wobei, das ist bei Wahlprogrammen immer ein Problem, das möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man natürlich sozusagen nicht Riesenpassagen für alle Punkte machen kann. Also unseren kleinen Ausschnitt ein bisschen zu deutlich negativ interpretiert hat. Ich sag mal schon, es steht deutlich drin, Verbot und Kriminalisierung halten wir für falsch. Und wenn wir ein Verbot für falsch halten, ist das für mich im Umkehrschluss ganz klar, dann muss es eine Abgabe ohne Verbot geben. Das heißt, wir sind auch für die legale Abgabe. Im Übrigen, Kollege Schellenburg, ich glaube, das eint uns aber alle. Wir sind alle für die kontrollierte legale Abgabe, also nicht für das, was Sie jetzt vielleicht meinten, was mit Legalisierung gemeint ist. Wir machen mal gar keine Regulierung mehr und einfach alles freigegeben. Also insofern finde ich, unser Programm ist schon deutlich, dass wir hinwollen zu einer legalen Abgabe, kontrollierten Abgabe. Und auch der Hinweis auf die Modellprojekte, ja, soll in Modellprojekten erprobt werden, macht sehr deutlich, es macht wenig Sinn, Modellprojekte in Richtung auf Legalisierung erproben zu lassen, wenn man das eigentlich gar nicht will. Richtig ist aber aus meiner Sicht auch, und das haben gerade übrigens die Diskussionen der drei Beteiligten gut gezeigt, ja, es gibt bisher viele Modelle in anderen Ländern, logischerweise in anderen Ländern, weil Deutschland ja
der Kollege Mowers hat das nicht zu Unrecht gesagt, völlig hinterher ist. Aber die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus das Modell der Apotheken, von das ich im Übrigen auch nicht wirklich bin, auch weil ich glaube, dass man den medizinischen Bereich und den nichtmedizinischen Bereich nicht schlicht vermengen sollte an einer solchen Stelle und weil ich glaube, dass es durchaus auch noch eine gewisse andere Form von Fachlichkeit vielleicht bedarf. Insofern halte ich die, deshalb ist meine persönliche Sicht, jetzt bitte ich, das muss man abstrahieren sozusagen von SPD-Konzepten, halte ich den Weg hin zu Fachgeschäften durchaus für sinnvoll. Wobei ich durchaus, Kollege Mowers hat, da gibt es also nicht alle, die das ganz skeptisch sehen, durchaus persönlich auch mit dem sozialen Social Club Gedanken ein wenig liebäugle, weil ich auch den Eindruck habe, dass das die beste auch Kinder- und Jugendschutzfrage nochmal, die Kinder- und Jugendschutzfrage am besten beantwortet. Aber all diese Diskussionen machen für mich schon deutlich, dass es durchaus nach wie vor sinnvoll sein kann, für Deutschland einen sinnvollen Weg erst noch zu finden. Und ich finde, es ist nicht so völlig klar. Da habe ich alle Hochachtung dafür, dass das für die Grünen schon völlig klar ist und der Weg klar beschritten werden kann. Für mich zumindest ist das und auch für die SPD nicht so völlig klar, welcher Weg da wirklich der zielführende ist. Und ich glaube, wir haben einfach nicht mehrere Möglichkeiten, da mal eben was zu machen. Wenn das schief geht, der Weg, für den wir uns entscheiden, wenn er eben nicht das bietet, was man sich vorstellt, dann werden wir die allerdings immer noch vielfältigen skeptischen Stimmen. Und das mag ja bei den anderen hier vertretenen Parteien gar nicht mehr auftauchen. Bei uns taucht das eben durchaus noch auf. Und es gibt auch noch Menschen, die keine von unseren Parteien wählen, die noch ein hohes Maß an Skepsis haben. Und ich gebe zu, aus meiner Sicht auch völlig unbegründet. Aber das ändert ja nicht daran, dass es die Skepsis gibt. Die gibt es an vielen Stellen. Und wenn wir denen sozusagen Wasser auf die Mühlen geben, indem wir ein System auflegen, das am Ende nicht wirklich greift oder an bestimmten kritischen, und für mich ist die Frage Kinder- und Jugendschutz wirklich ein neuralgischer, ein kritischer Punkt, durchaus übrigens bei anderen Punkten, also Alkohol auch noch nicht wirklich zufriedenstellend gelöst, will ich damit gar nicht sagen. Aber das heißt ja nicht, dass wir den nächsten Punkt nachschieben, bei dem das genauso wenig zufriedenstellend ist. Also es muss vernünftig gelöst sein. Deshalb für uns der Weg durchaus in Modellprojekte noch, wobei das soll nicht auf Ewigkeit angelegt sein. Ich hatte gerade schon deutlich gemacht, wir wollen in der Legislatur zu einem Abschluss kommen. Und auch das sage ich jetzt wieder eher sozusagen aus meinem persönlichen Empfinden, wenn wir gemeinsam, und bis jetzt habe ich noch eine Menge Unterschiede festgestellt, wenn wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir zu einem vernünftigen Abschluss kommen, der die Risiken berücksichtigt, die auch in möglichen Nachjustierungserfordernissen liegen, dann glaube ich, wird die SPD sich an der Stelle nicht versperren. Also insofern, meiner Ansicht nach, ist das etwas zu negativ interpretiert, dieser kurze Abschnitt. Ich gebe aber zu, wir haben ja auch am längsten gebraucht, um überhaupt einen solchen Abschnitt ins Programm zu kriegen. Insofern will ich gerne das mit sagen. Gut, ich verwahr mir kritische Nachfragen an alle für die Einzelinterviews und gebe jetzt hier mal einen Ring frei. Kirsten Kappert-Gonter für die Grünen hat sich als Erste gemeldet, eben als Herr Schindburg gesprochen hat. Was gibt's zu meckern? Ja, also eine Replik auf Wieland Schindburg und dann auch nochmal auf Dirk Heidenblut. Also die Sache mit den Apotheken, ich sehe die mega skeptisch, ja. Was den Jugendschutz anbelangt, richtig schwierig. Auch die Frage, eine Apotheke kann direkt gegenüber einer Schule sein, finde ich an der Stelle unglücklich. Und die Vermischung von Patientinnenstatus und Freizeitkonsum finde ich auch als Symbol schon allein nicht gut. Also finde ich nicht gut. Wenn es genug Cannabis gibt aus deutschem Anbau, herzliches Willkommen, können wir auch exportieren. Nur da sind wir sozusagen um Längen noch nicht. Und was ich wirklich richtig, richtig problematisch an eurem Antrag finde, ist auch die Frage mit dem synthetischen Cannabis. Da finde ich, braucht es eine andere Eindeutigkeit aus meiner Sicht. Es gibt es große Unterschiede, was dieses Gefahrenpotenzial von synthetischen Cannabinoiden und pflanzlichen anbelangt. Und da, finde ich, braucht es auch noch mal eine andere Klarheit. Zur Frage der Entkriminalisierung. Ich teile das, dass es ein vollkommen unzureichender Schritt wäre, weil jede Person, die auf dem Schwarzmarkt weiter kauft, auch wenn sie dann nicht kriminalisiert wird, natürlich das Risiko hat, dass sie keine Ahnung haben kann, was sie da konsumiert. Also von daher muss es in Richtung kontrollierte Abgabe geben. Aber jetzt kommt ein entscheidender Unterschied zu Wieland Schindburg. Bevor es überhaupt keine Bewegung geht und wenn wir mal nach Portugal gucken, ja, es ist sinnvoll,
zu entkriminalisieren, weil das weniger Biografien zerstört, als zu kriminalisieren. Also das möchte ich doch sozusagen argumentativ hier stark machen. Aber solange wir dabei bleiben, dass die Konsumentinnen auf den Schwarzmarkt gedrängt werden, weil es einfach sonst kein anderes Angebot gibt, können wir in Richtung Gesundheitsschutz nicht wirklich vorankommen. Und darum ist die kontrollierte Abgabe da der Goldstandard, der aus meiner Sicht dringend geboten und überfällig ist. Und auch die Modellprojekte haben meiner Meinung nach tatsächlich eine potenzielle Nebenwirkung. Ja, also wenn wir nochmal Kanada gucken und Deutschland, das ist von der ganzen Ausrichtung einer Industrienation wirklich durchaus vergleichbar. Die machen ja ziemlich genau bis aufs Komma das, was wir in unserem Cannabiskontrollgesetz vorschlagen. Im Übrigen auch die Abgabe von 30 Gramm. Also ich sehe überhaupt kein Argument, da runterzugehen. Ich habe auch die Expertinnenanhörung nicht so verstanden, dass das irgendjemand sinnvoll fand. Und Modellprojekte, die eine Insellösung schaffen, haben dann potenzielle Probleme und können dann in einer modellhaften Situation Probleme generieren und verdeutlichen, die sich bei einer flächendeckenden kontrollierten Abgabe überhaupt nicht einstellen würden. Sodass ich manchmal die Sorge habe, dass die Menschen, die Modellprojekte so propagieren, klammheimlich denken, nachher klappt das nicht und dann haben wir endlich Ruhe und brauchen keine kontrollierte Abgabe. Von daher bin ich wirklich mit diesem Zwischenschritt der Modellprojekte, also da habe ich erhebliche Bauchschmerzen. Und darum sage ich, wenn wir nach Kanada gucken, wenn wir nach Kalifornien gucken, wir sehen, wie es funktioniert. Und letztes Wort zu dem Drogenkapitel. Ich sehe ein, dass Wahlprogramme kurz sind und es Unterschiede sozusagen gibt, was man da unterbringt. Aber es gibt eben auch Unterschiede, was die Parteien untergebracht haben, zum Thema Drug-Checking, zum Thema Substitution, Originalstoffvergabe, Werbeverbote. All das sind Dinge, die stehen bei uns drin. Und ich will nur sagen, man kann solche Sachen auch ins Wahlprogramm reinschreiben. Ja, ich glaube, dazu machen wir gleich vielleicht nochmal eine kurze Runde, was über Cannabis hinaus sonst auch so in dem Wahlprogramm steht. Da ist in der ersten Runde nicht viel dazu gesagt worden, finde ich auch erstmal okay. Aber jetzt nochmal eine Runde zurück sozusagen, gegenseitige Replik, und Nima Mufassat für die Linken ist der Nächste. Ja, danke schön. Ich will nochmal auch zum Thema Entkriminalisierung was sagen. Dass das ein Brückenantrag im Bundestag unsererseits war, habe ich ja auch im Bundestag gesagt, dass wir also für die regulierte Abgabe sind und versucht haben, sozusagen eine Brücke zu bauen. Ich habe ehrlich gesagt das Argument von Wieland Schönenburg gerade nicht ganz verstanden. Weil einerseits haben sie ja selber gesagt, das kann ja nicht sein, dass in Brandenburg man 6 Gramm haben darf und in Berlin sind es 15 Gramm maximal geringe Menge. Das hat sozusagen keine Logik. Wenn das aber so ist, dann, wir haben ja 15 Gramm vorgeschlagen im Antrag, das wäre ja eine bundeseinheitliche geringe Menge. Das ist ein Argument. Das zweite Argument als Brücke, es geht immer um die Brücke, ne? Aber es hat schon ein paar mehr Wirkungen. Zum Beispiel Drug-Checking. Bis heute ist zum Beispiel für viele Labore unklar, wenn sie Drug-Checking durchführen, ob sie sich strafbar machen. Wäre der Besitz von 15 Gramm zum Beispiel Cannabis oder auch von anderen Drogen einer geringen Menge entkriminalisiert, müssten die Labore keine Angst haben, Drug-Checking wäre vereinfacht. Legal Highs, dass also zum Beispiel überhaupt sogenannte Legal Highs entstehen, hat ja seinen Grund darin, dass die Leute nach einer legalen Alternative zur Originaldroge suchen. Wäre Cannabis entkriminalisiert, würden diese Legal Highs nicht aufkommen. Während sozusagen an Cannabis niemand stirbt, sind an Legal Highs Menschen gestorben schon. Also das ist schon ein Unterschied. Und zuletzt muss man natürlich schon sagen, eine Entkriminalisierung hat schon den Effekt, dass Leute sich leichter Hilfe suchen. Wenn ich weiß, ich bin nicht strafbar mit dem, was ich gemacht habe als Konsument, aber mir geht's schlecht, dann habe ich auch keine Angst, mir Hilfe zu suchen mehr. Ich glaube, und es wird natürlich die Polizei und Justiz entlasten. 80% aller Strafdelikte im Drogenbereich sind konsumnahe Delikte. Bedeutet, wäre es entkriminalisiert, hätte die Polizei einfach auch mehr Zeit, die großen Drogenkartelle zum Beispiel zu jagen, was ja mal sinnvoll wäre, statt irgendwelche Kiffer an Bahnhöfen einzukassieren. So, das ist ja die Realität. Und insofern will ich schon nochmal sagen, also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, naja, wir wollen ja eigentlich die Legalisierung und deshalb ne, Entkriminalisierung, dann haben wir immer noch den schwarzen Markt, das stimmt, aber aus Perspektive der Konsumierenden
ist es tatsächlich ein deutlicher Fortschritt, weil sie sozusagen sich nicht mehr strafbar machen, sie nicht auf Legal Highs ausweichen müssen und sich leichter Hilfe nehmen können. Und ich finde, das sind schon gute Argumente zu sagen, das ist schon mal zumindest ein guter Zwischenschritt. Übrigens in Portugal, will ich zuletzt sagen, wurde ja entkriminalisiert, das portugiesische Modell. Ich habe da auch meine Kritik dran, aber also weil es sehr paternalistisch ist, weil man ja sozusagen bestimmte Angebote annehmen muss und so weiter. Aber was sie erreicht haben, zum Beispiel auch bei harten Drogen wie sogenannten harten Drogen wie Heroin, ist ja, dass zum Beispiel die Zahl der Toten und auch der HIV-Infektion drastisch runtergegangen ist. Das haben sie mit der Entkriminalisierung geschafft. Also es rettet auch Leben, das will ich schon betonen. Das ist spannend hier, die Debatte. Ich gehe weiter zu Dirk Heidenblut. Ja, klasse. Jetzt haben wir uns alle die Entkriminalisierung nochmal vorgenommen. Der Kollege Movas hat aber jetzt eigentlich schon alles gesagt. Also ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass überhaupt keine Frage, die Entkriminalisierung kann nicht der einzige Schritt sein. Das ist auch für uns völlig klar. Die Entkriminalisierung, etwa nach dem portugiesischen Modell, führt am Ende eben nicht dazu, dass ich mir nicht auf dem Schwarzmarkt noch Dinge besorge, führt nicht dazu, dass am Ende meine Gesundheit wirklich geschützt wird, indem ich nicht Dinge bekomme, die ich eigentlich gar nicht haben will. Das lässt uns nicht kontrollieren und so weiter und so fort. Also man könnte noch eine Menge Dinge sagen. Aber egal, was wir machen, also gib ja zu, mit unserer Modellprojektidee und Kirsten, ich nehme noch mal deine Anmerkung, deine kritischen mit an der Stelle, ist das vielleicht der längste Weg, aber selbst die kürzeren Wege, auch die Ausbildung, die bei den Grünen im Programm steht, muss ja für den Fachkräftemarkt erstmal gemacht werden. Wir haben zurzeit keine Fachkräfte, das muss aufgebaut werden, das muss strukturiert werden. Egal, was wir machen, gehen noch viele Menschen ziemlich kaputt an der Kriminalisierung. Und deswegen ist aus meiner Sicht der Schritt der Entkriminalisierung natürlich nicht grundsätzlich zu entkoppeln, aber er ist einfach schneller durchzuführen und sollte daher auch zuerst gemacht werden. Mit all den Gründen, die der Kollege Movas da gerade schon angeführt hat. Und selbstverständlich muss, und ich kann das nur noch mal für mich sagen, bin mir aber sicher, das ist auch durchaus Sicht der SPD, muss am Ende die Legalisierung, also die kontrollierte Abgabe, damit wir das jetzt auch wieder sauber haben, stehen in einem vernünftigen Weg mit den entsprechend vernünftigen Maßnahmen. Nur das ist der sozusagen das endgültige Ergebnis, aber das heißt nicht, dass wir nicht mit der Entkriminalisierung letztlich starten können. Und vielleicht ein Satz noch zu der Frage, weil ich das auch immer wieder, das haben wir auch schon bei medizinischem Hanf gehabt. Also ich finde es wirklich toll, wenn wir darüber nachdenken, dass Deutschland Exportweltmeister in Hanfprodukten wird und sozusagen im Hanfanbau wird. Aber im Moment schaffen wir es nicht mal, das, was wir brauchen, und zwar nur im medizinischen Bereich sauber hier hinzukriegen. Ich finde, lass uns erstmal darauf konzentrieren. Und da müssen wir uns auch mal die Landwirtschaft angucken, ob das wirklich ein so gewünschtes Ziel ist, bei all den Dingen, die damit verbunden sind, am Ende riesige Anbauflächen hier zu haben, muss man sich halt auch noch mal anschauen. Also insofern glaube ich, die Diskussion, Exportweltmeister oder nicht, und niemand von uns ist im Zweifel nicht bereit, dann daran auch Geld zu verdienen, wenn es denn vernünftig funktioniert. Aber das ist echt eine Diskussion, die ist jetzt einfach viel zu früh dabei. Ja, interessante Hinweise, vielleicht ganz kurz, dass tatsächlich so auch in den USA, wo per Volksabstimmung dann in den einzelnen Staaten die Legalisierung durchgesetzt wird, dass die Entkriminalisierung sofort in Kraft tritt, keine Strafverfolgung mehr passiert, Eigenanbau in der Regel auch dann sofort erlaubt ist, aber bis dann die Shops öffnen und die ganze legale Produktion in Gang kommt und so weiter, Lizenzen vergeben wurden, Details geklärt, dauert 1 bis 2 Jahre in der Regel auch in den USA nach einer Volksabstimmung. Herr Schinburg, Sie haben jetzt das letzte Wort, was diese angeregte Diskussion angeht. Ja, dieses letzte Wort besteht aus 3 Teilen. Erstmal zu der Frage Drug-Checking. Das kann man sehr ambivalent sehen. Also erstmal gibt es verschiedene Formen von Drug-Checking. Den Schnelltest, sagen wir, den der Konsument selber machen kann. Und dann, dass man was man gerade gekauft hat, in irgendeinem anspruchsvollen, auch staatlichen Labor abgibt. Das wurde gerade als genannt, als Argument. Deshalb brauchen wir schon mal so eine Entkriminalisierung, damit diese Tests überhaupt durchgeführt werden können. Also da wären wir sofort dabei, das BTMG so zu ändern. Da gibt es ja auch entsprechende Vorschläge auch, dass derjenige, der Drug-Checks macht, nicht strafverfolgt wird, völlig unabhängig von der Menge. Also da wären wir sofort dabei, dass das also ermöglicht wird, wenn man Drug-Checking so gut findet. Ich habe da immer noch so ein
leichte Bedenken. Nicht gegen den anspruchsvollen Test, aber diesen Schnelltest habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken. Erst eine zweite Bemerkung. Mit dem Exportmengen. Also ich bin der Meinung, muss ich auch mal ein Ziel setzen. Mir ist völlig klar, wir werden nicht sofort diese 100 Tonnen, von denen ich mehr gerne rede pro Jahr, das wird nicht nächste Woche passieren, auch nicht nächstes Jahr. Aber verglichen mit denen, ich glaube, es sind noch nicht mal 2 Tonnen, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, die wir im Moment in Deutschland produzieren, von 30 Tonnen, die wir alleine für Medizinalcannabis ja brauchen schon. Da muss man einfach mal ein deutliches Zeichen setzen. Und deshalb haben wir das mit dem Export gesagt. Was ich jetzt aber doch nochmal, ist der dritte Teil meines letzten Wortes sozusagen. Wenn wir mal genau angucken, so fürchterlich unterschiedlich sind wir doch nicht. Also ich habe immer schon gesagt, also an eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP wird nicht an der Drogenpolitik scheitern. Jedenfalls nicht daran, dass Grüne und FDP nicht zu einem Ergebnis kommen. Wir müssen uns dann in der Tat unterhaken und dann die Kollegen von der Union, falls der Fall eintreten sollte, zu überzeugen praktisch. Schwarz-Grün wird ja nun sehr propagiert. Wenn es dazu reicht, bin ich auch sehr sicher, wird das auch kommen. Wenn es dazu nicht reicht, dann werden wir gebraucht. Und dann würden wir, glaube ich, im Bereich Drogenpolitik doch relativ schnell, glaube ich, zu einem gemeinsamen Linie Grüne FDP gegenüber der Union kommen. Und ich bin nach wie vor optimistisch, dass die Union in dem Punkt vergleichsweise kompromissbereit ist. Ich glaube, dass es andere Gebiete sein werden, wo sie ein konservatives Wählerpotenzial mehr ansprechen wollen. Gut, vielen Dank für die engagierten Beiträge jetzt. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den etwas weiteren Fokus der Drogenpolitik. Ist jetzt schon ein paar Mal hier mit reingestreuselt worden. Drug-Checking ist so ein Begriff dafür, wo es nicht nur um Cannabis geht, eigentlich auch nicht im Wesentlichen nicht um Cannabis. Aber ich würde gerne nochmal von jedem mit einigermaßen kurzer Antwort gerne hören. Was sagt das Programm über andere Drogen? Ganz konkret ist die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten Plan Ihrer Partei, möglicherweise sogar die Legalisierung anderer Drogen. Wenn Sie da nochmal in der Runde irgendwie kurz die Basics bringen könnten, ich gebe nochmal zu Kirsten Kappert-Gonter am Anfang, weil die am ehesten gesagt hat, ne, was die Grünen da schon alles fordern und vorhaben und so weiter und ein ewig langes Programm haben und so. Was steht da drin, außer zu Cannabis in drogenpolitischen Fragen? Also es steht einerseits ein klares Bekenntnis zum Drug-Tracking drin, weil das ist so, ja, es ist genau so, dass das BTMG im Moment es erschwert bis verunmöglicht. Deshalb wird es ja auch kaum wo genehmigt, außer in so besonderen Situationen wie zum Beispiel auf der Fusion, wo das dann durchgeführt wird, ja, dass vernünftiges Drug-Tracking vor den Clubs angeboten wird. Und aber ein vernünftiges Drug-Checking, das würde die Gesundheit der Konsumierenden signifikant verbessern und schützen, weil die Menschen so ja auch nicht wissen, was sie konsumieren. Und das widerspricht doch auch sowas von der persönlichen Freiheit, wenn die Menschen nicht wissen können, was für ein Schlamm da womöglich untergerührt ist. Und dafür braucht man Drug-Checking. Ganz kurz, Drug-Checking ist drin im grünen Programm. Ja, haben wir den Haken dran? Ja, bitte eine kurze Antwort diesmal. Das wäre Verbot für alle Drogen drin. Das halte ich für absolut relevant. Da gibt es einen massiven Dissens beispielsweise mit der FDP. Es ist der Satz drin, dass Konsumierende nicht kriminalisiert werden sollen, Konsumierende jeglicher Substanzen nicht, weil die Kriminalisierung immer schadet, weil die Menschen auch aus Angst vor Kriminalisierung sich natürlich weniger Hilfe holen, wenn sie sie benötigen. Und zum Thema Hilfe sind nochmal sehr klare Hinweise drin, auch wie Substitution verbessert ausgebaut werden soll, Originalstoffvergabe beispielsweise bei der Substitution von Heroinabhängigen, auch in der JVA ein riesiges Versorgungsproblem, auch das wird adressiert. Na, da waren noch schon einige konkrete Punkte dabei. Ganz kurz nebenbei, ich gehe natürlich davon aus, dass bei den legalen Drogen, Tabak, Alkohol, jede Partei irgendwie was im Programm stehen hat, von wegen mehr Prävention und so weiter und so fort. Da wird wahrscheinlich sich auch nicht großartig unterscheiden voneinander. Von daher gut, dass das jetzt bei anderen Drogen auf Illegale bezogen war. Bei Legalen können die Leute ja gerne mal ins Programm gucken. Nima Mofassad, was ist im Angebot in Sachen andere Drogen? Ja, erstmal bei den Linken.
ganz grundsätzlich, wir haben im Parteiprogramm, nicht im Wahlprogramm, im Parteiprogramm die Legalisierung aller Drogen als langfristiges Ziel drin stehen. Das haben wir nicht im Wahlprogramm drin, weil das sozusagen als langfristiges Ziel eben auch auf viele Zwischenschritte nötig macht, auch was Aufklärung der Gesellschaft angeht. Was haben wir im Wahlprogramm konkret drin? Erstens wollen wir die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumentinnen und Konsumenten. Also wir wollen, dass niemand, der eine Droge konsumiert, dafür in den Knast muss. So. Das ist der erste Punkt, der uns ganz wichtig ist. Zweitens wollen wir die Substitutionstherapie ausweiten und verbessern, auch und gerade in JVAs, wurde ja auch schon gerade angesprochen, ist ein großes Problem. Drug-Checking haben wir drin. Wir wollen auch Drogenkonsumräume bundesweit ermöglichen. Bisher ist ja eine Verordnung der Bundesländer nötig, was ein großes Problem ist, weil so ein Bundesland wie Bayern macht halt dann keine Verordnung. Und dann kann München, obwohl sie es gerne hätten wollen, machen würden, keinen Drogenkonsumraum einrichten. Also muss diese Verordnungspflicht weg. Wenn eine Kommune einen Drogenkonsumraum will, dann soll sie es einrichten können. So, das sind so ein paar Punkte. Wir haben auch das Thema Führerschein adressiert im Wahlprogramm, was ja auch, glaube ich, viele, oder was glaube ich, also das ist eine Rückkopplung, die ich immer kriege von vielen Konsumierenden von Cannabis, dass das ein riesiges Problem ist. Da wollen wir auch niedrigere Nanogrammwerte schaffen, die einerseits die Verkehrssicherheit natürlich immer noch gewährleisten, aber zugleich Konsumenten nicht übermäßig sozusagen belasten, indem sozusagen de facto nüchterne Autofahrerinnen, Autofahrer ihren Führerschein verlieren. Ja, das mal so kurz und kompakt zum Thema andere Drogen oder andere Punkte jenseits der Cannabis-Legalisierung. Vielen Dank, Wieland Schindenburg, FDP. Ich sah noch ein Angebot in Sachen andere Drogen unterwegs bei der FDP. Na, wir haben uns bewusst mal auf Cannabis konzentriert. Also es gibt in der Partei und den Fachleuten eine große Diskussion, ob man dieses Projekt, oder wie soll ich sagen, Projekt, ob man die kontrollierte Abgabe nicht auf andere Drogen ausweiten sollte. Ich persönlich bin grundsätzlich dafür, ohne sagen zu können, bei welchen Drogen das gelten soll. Sag mal, Crystal Meth als Beispiel, da bin ich strikt dagegen, das irgendwie kontrolliert abzugeben oder irgendwas in der Richtung zu machen. Aber da haben wir uns bewusst eben noch nicht festgelegt. Mich interessieren mehr so Punkte, die Nirma Woffers hat gerade gesagt. Also wir haben immer ich glaube, die Hälfte der Bundesländer hat in Gefängnissen keinen Spritzentausch zum Beispiel. Es gibt eben viel zu wenig Drogenkonsumräume und so weiter. Diese ganze Liste, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei, ohne dass ich mich rechnen soll. Bin ich nicht mal sicher. Ich glaube, im Wahlprogramm steht es so nicht. Aber wenn ich mal so für meine Partei jetzt reden darf, da wären wir also sehr dafür, dass man das in der Tat sehr ausweitet. Also es würde ich schon. Und die Sache auch so mit der Verordnung, da wäre ich auch dabei, nicht, dass man also es nicht so sein kann, dass man für die Stadt München nicht das machen kann, nur weil das Land Bayern keine entsprechende Verordnung lässt. Da wären wir auch dabei, nicht, dass man da also Drogen, alles was sozusagen Konsumenten schützt. Drogenkonsumräume, Spitzentausch und Ähnliches, das ist mit der FDP sehr gut zu machen. Gut, ich erinnere vielleicht an der Stelle nochmal kurz daran, dass wir hier jetzt, oder ich gerade Parteirichtung abgefragt habe, nicht persönliche Meinung in dem Sinne, die vielleicht auch bei Dirk Heidenblut ein bisschen fortschrittlicher ist als der Rest der Partei sozusagen. Und wir machen ja noch unseren ausführlichen Wahlcheck wie immer, wo wir die Parteiprogramme analysieren, wo wir die Wahlprüfsteine analysieren, die Antworten der Parteien auf die Wahlprüfsteine. Übrigens haben wir erst zwei bekommen. Ja, zumindest in dem in der Runde hier fehlen noch zwei Parteien, die noch nicht geantwortet haben. Das gibt Minuspunkte, ja. Aber das vorweg, jetzt Dirk Heidenblut. Andere Drogen. Kurz Zwischenfrage, sind wir einer von den beiden, dann bitte noch mal erinnern. Sag ich Bescheid, okay, ja. Gut, ja, dank der Vorgabe darf ich ja jetzt nicht mehr meine persönliche Meinung sagen, da beschränke ich mich mal auf die Parteifrage. Ich will einen Punkt vorweg sagen, weil der steht nicht im Parteiprogramm und auch nicht im Wahlprogramm, aber der steht deshalb nicht drin, weil wir uns da schon immer für eingesetzt haben und das bei Cannabis nicht anders machen werden, nämlich die Frage Werbeverbote. Also wir haben jetzt mit viel Mühe Werbeverbote aus meiner Sicht immer noch nicht ausreichend im Bereich im Bereich Tabak durchgesetzt. Alkohol leider noch immer nicht. Für uns ist aber klar, eigentlich muss es ein Werbeverbot generell geben und natürlich wollen wir nicht legalisieren oder kontrolliert abgeben und das mit Werbung auch noch verbinden. Also das, ich sage jetzt mal, das steht nicht im Programm und wird wahrscheinlich auch nicht irgendwo auftauchen, aber das ist völlig klar, innerhalb der Partei auf jeden Fall völlig klar, dass für derartige Dinge nicht geworben werden sollte und sogar die Werbung, die es schon gibt, für die sogenannten Legalen, und das wäre ja dann Cannabis irgendwann auch, Drogen, dass die natürlich nicht ausgeweitet werden soll. Wir haben ansonsten tatsächlich relativ wenig
wenig, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Insofern kann ich das jetzt relativ kurz fassen, zur Drogenpolitik drinstehen. Außer dass natürlich all die Fragen, wie man sozusagen mit Schutzmaßnahmen, mit Hilfsmaßnahmen umgeht, in der Gesundheitspolitik grundsätzlich drin sind, also Prävention etc. pp. Das ist überhaupt keine Frage. Da subsumieren wir natürlich auch die Frage der Drogenpolitik drunter. Ein Punkt allerdings, da kann ich mich dann jetzt auf das knappe Format ein bisschen zurückziehen. Wir haben nicht ausdrücklich gesagt, dass wir Verbot und Kriminalisierung bei Cannabis für falsch halten, sondern in der Drogenpolitik für das falsche Medium. Ja, wir wollen erstmal bei Cannabis sozusagen in Richtung Legalisierung schreiten, aber die Aussage aus meiner Sicht in unserem Programm kann man, zumindest sehe ich sie so, dass sie deutlich macht, wir sind gegen Verbot und Kriminalisierung in der Drogenpolitik insgesamt, was nicht heißt, dass nicht Verkaufsverbot und ähnliches da möglicherweise an bestimmten Stellen eine Rolle spielen, aber oder Produktionsverbot, wenn ich an Crystal Meth und ähnliche Dinge denke, aber sozusagen, also aus meiner Sicht geht das schon in die Richtung, dass wir da weiterdenken müssen, aber wir sind tatsächlich noch nicht so weit, dass wir das jetzt als Ziel, insbesondere für die nächste Legislatur, klar definieren. Da wäre für mich und ist auch für die Partei erstmal tatsächlich Cannabis im Fokus. Vielen Dank. Ich sehe da schon ganz viele Ansätze für unser persönliches Interview, ja, wo dann natürlich auch die persönliche Meinung nochmal viel mehr eine Rolle spielt, Ihre Erfahrung im Bundestag und alles Mögliche. Von daher nochmal Tipp an die Zuschauer, diesen Kanal abonnieren hier, um auch die einzelnen Interviews mitzubekommen. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt ein bisschen den Unterschied mitbekommen, die Nuancen sozusagen. Ich habe hier nur die Legalizer am Tisch, mehr oder weniger. CDU und AfD sind nicht dabei und das hat auch gute Gründe, dass sie nicht dabei sind. Das sind die, die nichts verändern wollen, die auf jeden Fall so weitermachen wollen wie bisher, die Konsumenten jagen wollen und so weiter. Die würden sich auch gar nicht reintrauen in dieses Format. Ist ja schon bezeichnend, dass Erwin Rüttel hier der einzige CDUler ist, den wir alle hier mal genannt haben, von wegen, es gibt einen, der würde mal auch mal nachdenken über Modellprojekte oder so, ist aber eben nicht Parteimarschrichtung. Und insofern ist natürlich der Unterschied zwischen den Legalisern hier relativ gering. Ich hoffe, dass trotzdem ihr da draußen da ein bisschen mitschneiden konntet, wo Unterschiede sind. Wenn ihr das aber jetzt nicht so richtig dolle unterschiedlich fandet, ja, bei manchen mehr, bei anderen weniger, aber vielleicht auch mit der Marschrichtung der einzelnen Partei überhaupt nicht einverstanden seid. Ich lese das immer wieder, ja, bloß wegen Legalisierung kann ich ja jetzt unmöglich die Grünen wählen, ja, geht ja überhaupt gar nicht, oder die Linke nicht, ja, oder jeder hat da irgendwie andere Hassgefühle gegen irgendeine Partei oder so, oder auch gar keine, ja, kann auch sein, dass die sagen, ja gut, das ist ja alles das Gleiche hier, ne, was soll ich denn da jetzt wählen und immer noch nicht wissen nach dieser Diskussion, was ist denn hier das Beste. Deswegen ganz ungewöhnlich jetzt zum ersten Mal in dieser Runde, seit ich die hier moderiere, kurz vor der Wahl und wieder ganz persönlich jetzt, persönliche Sichtweise, ein Plädoyer für die eigene Partei. Warum sollte man die eigene Partei wählen als Hanffreund, ja, nach dieser ganzen Diskussion, unabhängig von Drogenpolitik? Welche anderen Gründe spielen noch eine Rolle? Natürlich spielt Drogenpolitik nicht die einzige entscheidende Rolle bei einer Wahlentscheidung. Kriegen wir auch immer wieder gesagt, ja, bloß wegen Drogenpolitik, ist halt ein Aspekt. So, jetzt kommen die ganzen anderen. Ja, warum die eigene Partei? Und das wird dann auch gleichzeitig Ihr Schlusswort. Ich fange jetzt umgekehrt wieder an, Dirk Heidenblut. Ja, vielen Dank. Und das ist jetzt natürlich, weil unser Wahlprogramm ganz so wenig umfangreich wie bei Drogenpolitik in den anderen Bereichen dann auch nicht ist, das ist natürlich jetzt ambitioniert. Aber ich mache es mal für mich persönlich und vielleicht tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Zumindest würde man das vielleicht eher dann von Kirsten gleich erwarten. Aber ich persönlich bin seinerzeit in die Politik gegangen, weil ich gegen Atomenergie und Atomkraft war und weil mir das Angst gemacht hat. Und das ist für mich schon ein großer Punkt, dass wir an der Stelle endlich raus sind. Und deshalb liegt mir persönlich und durchaus auch der SPD die Frage Klimaschutz und Veränderung da durchaus auch nach wie vor sozusagen auf der Seele. Wenn wir auch, und auch da, das könnte man dann wieder separat betrachten, etwas unterschiedliche Konzepte und Herangehensweisen haben. Aber es ist ein ganz klarer Punkt, weshalb man durchaus auch die SPD wählen kann und auch wählen sollte, weil wir einen Klimaschutz wollen, der wirklich die Natur schützt, der wirklich die Menschen auch schützt, aber der eben auch sozial gerecht ist, also der dafür sorgt, dass nicht diejenigen am Ende das Ganze bezahlen, die es sich am wenigsten leisten können. Und deshalb setzen wir
halt vor allen Dingen auch sehr stark darauf, dass wir schnell erneuerbare Energien ausbauen, dass wir schnell die Systeme zum Beispiel im Bereich der Mobilität schaffen, die es ermöglichen, dann auch auszuweichen auf andere Fahrzeuge zum Beispiel, wenn ich denn nicht mehr mit dem Benziner durch die Gegend töttern will, sondern dass wir das erreichen müssen. Wir brauchen eine vernünftige Fortsetzung im Bereich der Familienpolitik. Da setzen wir sehr stark auf eine klare Kindergrundsicherung, eine Grundsicherung, die insbesondere auch Auszubildende sozusagen alleine sichert und alleine stellt und ergänzt durch ein entsprechendes BAföG ihnen die Möglichkeit gibt, vernünftig zu leben und ihrer Ausbildung nachzukommen. Ich hopp jetzt ein bisschen durch die unterschiedlichen Punkte, weil, wenn ich das richtig weiß, sind es 3 Minuten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine habe ich schon verbraten. Wir wollen bei Auszubildenden auch ansetzen mit einer Ausbildungsgarantie. Für uns ist nach wie vor die duale Ausbildung ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und diese duale Ausbildung übrigens, das sage ich jetzt mal als Gesundheitspolitiker, die muss auch in der Gesundheitspolitik, in den Gesundheitsberufen und die muss auch vor allen Dingen im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, also der Berufe, die sich um Kinder kümmern, ankommen. Auch das muss forciert unterstützt werden. Da müssen wir hinkommen, dass man, wenn man eine Ausbildung beginnt, auch Geld bekommt dafür und dass insbesondere man nicht Geld mitbringen muss. Da ist schon ein bisschen was passiert in dieser Legislatur, da muss aber noch mehr passieren. Kindergrundsicherung ist das eine, sichere, stabile Renten ist der andere Punkt. Da wollen wir auf jeden Fall das gesetzliche Rentensystem stabilisieren, das Niveau stabilisieren und dafür sorgen, dass es nicht weiter absinkt und da, wo Möglichkeiten gegeben sind, es natürlich auch nach oben verbessern. Ich bin aber sehr vorsichtig und die SPD auch, damit weitreichende Versprechungen zu machen, weil das Ganze muss halt auch gegenfinanziert werden. Und wir sehen jetzt gerade in der Corona-Krise, wie viele Bevölkerungsgruppen, was die Frage der Sicherheit angeht, noch nicht so richtig erfasst sind. Es ist ja seinerzeit mit Hilfe der SPD durch die Künstlersozialversicherung zum Beispiel ein wichtiger Zweig gerade für Künstlerinnen und Künstler geschaffen worden. Das wollen wir ausbauen und ausweiten, damit hier gerade die Gruppen, die im Moment größere Schwierigkeiten haben, vernünftig erfasst werden. Das sind ein paar Aspekte. Einen Punkt will ich noch ansprechen, der zumindest einige von uns eint, wenn auch vielleicht nicht exakt der Höhe nach. Aber wir wollen den Mindestlohn anheben. Für uns als SPD ist aber das Anheben des Mindestlohns nur ein Aspekt. Ganz wesentlich ist, dass wir dafür sorgen, dass tariflich bezahlt wird. Das muss nicht nur in der Pflege so sein, das muss in allen Berufen so sein. Deswegen wollen wir insbesondere da, wo der Staat etwas macht, eine Art Bundestarifvorgabegesetz, sodass man also nach Tarif bezahlen muss, wenn man staatliche Aufträge haben will. Wir wollen weiter erleichtern, dass es Allgemeinverbindlichkeit bei Tarifverträgen gibt, sodass hier mehr tarifgebunden bezahlt wird. Und wir wollen, und das ist ein klassisches Ziel der SPD, die Mitbestimmung. Wir müssen ans Betriebsverfassungsgesetz ran, wir müssen die Mitbestimmung auf neue, auf moderne Füße stellen. Da muss Digitalisierung mit betrachtet werden, da müssen viele andere Aspekte mit betrachtet werden. Das sind jetzt einige Aspekte und ich will einen noch ganz zum Schluss nennen, weil der ist einfach für meine Heimatstadt so enorm wichtig. Und ich bin ja nun auch Direktkandidierender in Essen und insofern da natürlich auch sehr interessiert. Wir wollen, dass die Städte, die unter hohen Schuldenlasten stöhnen und bei denen dann definitiv gleichwertige Lebensverhältnisse, spätestens wenn die Zinsen wieder anziehen, und für alle Sparerinnen und Sparer ist das ja durchaus ein wünschenswertes Ziel, für die Städte übrigens nicht, die diese Schuldenlasten haben. Wir wollen, dass denen eine Perspektive gegeben wird. Wir wollen eine vernünftige Altschuldenregelung, damit uns nicht am Ende in Städten wie in Essen, wie in meiner Heimatstadt, die Zinsen um die Ohren fliegen und viele von den Punkten, die dringend notwendig sind vor Ort, für Kinder, für Jugendliche, aber auch für ältere Menschen, für das Leben insgesamt nicht mehr möglich sind. Und das, muss ich langsam unterbrechen. Ja, die 3 Minuten haben Sie dicke gerissen jetzt mittlerweile. Vielen Dank dafür. Also nicht fürs Reißen, ja, sondern für dieses Plädoyer. Und ich denke, jetzt kriegen wir ein bisschen Kontrastprogramm mit Wieland Schindenburg von der FDP nochmal. Warum sollten Leute, die sich für Legalisierung einsetzen, die FDP wählen und nicht die anderen? Also 3 Minuten, 3 Gedanken. Der erste Gedanke ist, wir sind als Partei ganz eindeutig für ein Vertrauen in Menschen. Wir haben zunehmend in den letzten Jahren immer auch mediale Berichterstattung, was alles missläuft, wie Menschen was falsch machen, dass sie mit zu schnell mit dem Auto fahren und die Umwelt versauen, alles Mögliche. Natürlich passiert so etwas, ist so. Aber wir gehen im Zweifel mit Vertrauen ran und ohne sofort zu einem staatlichen Verbot und Gebotspolitik zu greifen. Erster Punkt. Der zweite Punkt.
Bürgerrechte. Wir haben jetzt bei Corona erlebt, wie leichtfertig, Entschuldigung, der Kaltenblut, die Bundesregierung mit den Bürgerrechten umgegangen ist während Corona. Also rein formal fängt es schon damit an, dass man ganz die entscheidenden Dinge nicht mehr im Parlament geregelt hat, sondern durch Rechtsverordnung. Das ist also eine allgemeine Verordnungsermächtigung mit einer sehr unzureichenden Abstützung auf Fakten. Also die berühmten Inzidenzwerte, die man genommen hat, zu sehr weitgehend und sachlich oft nicht gerechtfertigten Einschränkungen. Also für die FDP der zweite wichtige Punkt, wir wollen für Bürgerrechte uns einsetzen, die müssen wesentlich besser geschützt werden, als in der laufenden Wahlperiode passiert. Und der dritte Punkt, das wird nun keinen überraschen, ich nenne das Überschrift Deutschland in Fesseln. Wir werden nach der Wahl eine Diskussion haben, die enormen Lücken, die bei den Sozialversicherungen, aber auch bei den Staatskassen entstanden sind, wie man die Lücken schließen kann. Da wird es eine große Gruppe von Parteien geben, die sind auch hier wahrscheinlich vertreten, die wollen mit höheren Steuern und höheren Abgaben und was ich was alles diese Lücken schließen und das genau wollen wir nicht. Wir wollen Deutschland in Fesseln. Wir haben das viele Jahre erlebt. Wir hatten bis zur Corona-Krise jedes Jahr nicht nur eine schwarze Null, sondern so drastisch steigende Mehreinnahmen von Sozialkassen und auch von des Staates. Und das hat man nicht erreicht durch Erhöhung von Abgaben, ganz im Gegenteil. Und wir wollen Deutschland wieder in Marsch setzen. Deutschland hängt in vielen Dingen bereits hinterher. Cannabis nur ein Beispiel nur, ja, und zwar nicht nur, was die Legalisierung angeht, sondern eben auch, was die Produktion angeht. Wir hängen eben hinter Kanada und anderen Ländern hinterher und das tun wir in ganz vielen anderen Bereichen, Stichwort Digitalisierung auch. Und wir wollen halt Deutschland, und das ist der dritte Punkt, eben Deutschland entfesseln und auf diese Weise die enormen Lasten und Schulden und Mehrausgaben, die entstanden sind durch Corona, wieder abbauen und nicht durch Mehrausgaben, nicht höhere Steuern und Abgaben. Vielen Dank. Dass wir diese Auseinandersetzung hier überhaupt haben, ist ja ein Luxus. Übrigens mal nebenbei bemerkt, vor 20 Jahren hätten Legalizer nur genau eine Partei wählen können. Vor 15 Jahren wären es zwei gewesen, die Legalisierung im Programm haben. Dass wir jetzt hier schon Verwirrung haben, ja, wen soll man jetzt noch wählen als Legalizer, ist ein Luxusproblem. Und niemand, auf was hat, erklärt uns jetzt, warum man die Linke wählen sollte, wenn man Legalizer ist. Ja, erstens, weil wir die beste Drogenpolitik haben. Zweitens, wir haben natürlich in der Corona-Krise erlebt, wie die Schere zwischen Arm und Reich noch mal größer geworden ist. Das kann man ja an Zahlen belegen. Ja? Also wenn man einmal angibt, Reiche, Reiche, dann kommen direkt die Schlagzeilen von Instituten, die das durchgerechnet haben, wie einige Superreiche in der Corona-Krise Milliarden zugelegt haben, während viele andere nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen, ihren Job verloren haben etc. Und wir finden schon, dass sich die Frage stellen wird, also das finden wir nicht, oder das wird so sein, wer die Kosten für diese Krise bezahlt am Ende. Und wir finden, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache Schultern. Und deshalb wollen wir eine Vermögenssteuer einführen, wollen wir einen höheren Spitzensteuersatz, wollen wir also, dass diejenigen, die seit der Corona-Krise besser geht, auch mehr Lasten tragen. Zugleich wollen wir für diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten gehen, bessere Bedingungen, deshalb wollen wir einen höheren Mindestlohn von 13 Euro. Wir wollen Leiharbeit zurückfahren und perspektivisch auch verbieten, sodass sozusagen jeder einen sicheren Arbeitsplatz hat. Wenn man schon übrigens Leiharbeit macht, dann sollte es wenigstens so sein, dass diejenigen, die so flexibel sind, als Leiharbeitskräfte mehr verdienen als Stammkräfte, weil die ja sozusagen eine besondere Flexibilität zeigen. Wir wollen Armut bekämpfen, Kinderarmut bekämpfen, großes Problem in diesem Land, wo über 2 Millionen Kinder in Armut aufwachsen. Und zugleich auf der anderen Seite immer mehr Menschen in Altersarmut leben müssen. Auch das ist ein großes Problem. Also das sind Punkte, die wir anpacken wollen, zum Beispiel letzteres durch ein höheres Rentenniveau. Wir wollen zurück zum Rentenniveau von 53%. Das kann man übrigens auch schaffen, indem alle in die gesetzliche Rente einzahlen. Wir wollen den Klimaschutz sozial gestalten. Der Klimawandel ist die große gesellschaftliche Herausforderung. Das haben wir nicht zuletzt durch die Hochwasserkatastrophe auch erleben müssen, sehr tragisch erleben müssen in Deutschland. Und der Kampf gegen den Klimawandel ist hochprioritär. Dazu haben wir auch im Programm sehr viel stehen. Im Kern muss es darum gehen, dass die Lasten nicht sozusagen am Ende des Tages von den Gering- und Mittelverdienern getragen werden, sondern von den Superreichen, von den Großkonzernen, dass diejenigen, die auch vor allem den CO2-Ausstoß verursachen, auch diejenigen sind, die vor allem herangezogen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und zuletzt ist die Linke die einzige Partei, die Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt, die Nein zu Krieg sagt und alle Rüstungsexporte beenden möchte, weil wir finden, dass Frieden alles ist und Krieg schlecht ist. Und insofern
gibt es auch gute Argumente aus außenpolitischer Sicht, die Linke zu wählen. Dankeschön. Ich danke auch. Die Partei, die vor 20 Jahren schon für Legalizer wählbar gewesen wäre, sind die Grünen. Ich denke, dass es zweifelsfrei, wer für fortschrittliche Drogenpolitik ist. Er hat in den Grünen eine Option. Aber es gibt jetzt auch andere. Kirsten Kappert-Gonter erklärt uns jetzt, warum man trotzdem auf jeden Fall die Grünen wählen sollte. Also zum einen tatsächlich wegen der sehr konsistenten und vernunftgeleiteten und zukunftsweisenden Drogenpolitik. Und ich bin echt total froh, dass es gelingt, ja, mit guter Argumentation nach und nach mehr und mehr Leute von einer vernunftgeleiteten Drogenpolitik zu überzeugen. Und grundsätzlich ist es ja so, und das haben wir spätestens in Corona gesehen, dass unser ganzes Leben, unsere Gesundheit von unserem Alltag abhängig ist, von den Lebensbedingungen. Wir wissen, dass in unserem reichen Land ärmere Menschen im Schnitt viele Jahre eher sterben als reiche Menschen. Einfach was die Gesundheitschancen anbelangt. Und das sind dann auch noch die Menschen, die schlechtere Zugänge zur Gesundheitsversorgung haben. Und da sieht man schon, dass Gerechtigkeit und Gesundheit im Grunde dasselbe Thema sind. Und darum sagen wir eine gerechte Steuerpolitik, die ganz klar die mehr zur Verantwortung zieht, die breitere Schultern haben. Also ein dramatischer Dissens mit der FDP. Wir wollen Hartz IV überwinden, weil auch das wissen wir, dass das, was wir da sehen mit diesen miserablen Hartz IV-Sätzen, mit der Sanktionsandrohung, das sind Dinge, das habe ich in meiner Praxis für ärztliche Psychotherapie ja nur zu häufig leider gesehen, ja, dann gibt es eine gute individuelle Begleitung, Versorgung. Menschen wachen auf aus ihren Depressionen, dann gehen sie zum Jobcenter, Sanktionsandrohung und alles klappt wieder zusammen wie ein Kartenhaus. Also auch Hartz IV dringend überwinden. Und die Klimakrise, die gefährdet unsere Gesundheit. Es ist so, Menschen sterben. Menschen sterben in der Hitze. In Städten, nicht nur in Kanada, sondern auch bei uns, deutlich mehr Hitzetote als in den früheren Jahren im Hochwasser, haben wir es jetzt gesehen. Wir müssen raus aus der Massentierhaltung. Wir brauchen die Agrarwende, im Übrigen auch zum Thema Nutzhanf. Ja, was da für Potenziale liegen, könnte man alles tun. Gibt ja auch einen Antrag, Linke, Grüne zusammen haben den Bundestag eingebracht, leider abgelehnt worden. Wir müssen raus aus der Kohle. Dirk Kaltenbrunner hat es ja gesagt, glücklicherweise haben wir den Ausstieg aus der Atomkraft, aber wir müssen raus aus der Kohle zugunsten des Klimas, aber auch zugunsten unserer Gesundheit. Und diese Verbindung aus Gerechtigkeit, Gesundheit, Klimaschutz und das in einer Konsequenz und einer Verknüpfung von Lebensbedingungen, wie wachsen Menschen auf, gibt es eine gute Geburtshilfe, gibt es im Alter gute Pflege, ist es klar, dass auch Pflegekräfte ausreichend verdienen, gute Arbeitsbedingungen haben und dann ja auch den Menschen, die Pflege benötigen, zur Verfügung stellen. Für all das steht Bündnis 90 Die Grünen und ich würde sagen, das mit dem Klimaschutz und eine vernunftgeleitete Drogenpolitik, das machen wir. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie wieder dabei waren bei unserer Diskussionsrunde. Ich glaube, hoffe, Sie konnten dazu beitragen, dass einige unserer Zuschauer näher an der Wahlentscheidung dran sind für September, wo sie ihr Kreuzchen setzen können, sollen, wie auch immer. Und freue mich auf die Einzelinterviews noch, die dann auch noch hier im Kanal kommen. Und ihr da draußen, eine Sache möchte ich mal aufgreifen. Frau Kappert-Gonter hat gesagt, es braucht mehr Druck von der Straße. Es reicht nämlich nicht, wenn Parteien an der Regierungsbeteiligung beteiligt sind, die für Legalisierung sind, die das irgendwie im Programm stehen haben, sondern sie müssen auch motiviert sein, das durchzusetzen auf hoher Priorität. Und auf der anderen Seite müssen wir Leute sitzen haben, die ihre Gegnerschaft zur Legalisierung nicht allzu ernst mehr nehmen. Also ihr müsst euch einmischen. Druck von der Straße heißt ihr da draußen müsst Druck machen. Geht auf handverband.de/btw21. Da findet ihr zum Beispiel unseren Wahlkreiskandidatenfinder über die Postleitzahl. Kriegt ihr die Namen und die Kontaktmöglichkeiten. Meldet euch bei den Leuten. Sagt denen, dass ihr für Legalisierung seid, dass das ein wichtiges Thema ist. Dann sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr die Einzelinterviews nicht verpasst. Auf Wiederhören und Wiedersehen. Bis dahin.